links aufgestanden, so ein Rad rett meinen Opfer. Kein Flugzeug im Bauch, dafür im Grind Helikopter. Ich fühle mich krank wie noch nie und würde gern wieder mal ausroben und mir ein gemütliches Hotelzimmer am Blue Bayou buchen. Stattdessen gehe ich in meiner Arme noch als Hip-Hop-Workaholic. Sehe das Privatleben noch scheiße aus, ein Plattenkorps aus Sonic. Ich mache trotz Zeitverlust und so neidlichem Fiasko. Und obwohl es nicht für Massen taugt und ich kein Teens abkriege, weil also ständig down. Und trotzdem gehe ich live halt fett ab, auch wenn ich gar nicht aufrecht stehen kann ohne aufputschte Blätter. Und meinen ihr auch, dass ich immer fit und noch so frisch bin? Boah, ich erkenne mich selber nicht mehr, ohne weisse Schiss drin. Kann sein, bin ich wegen dem frohe Natur und lustig wär's aus niemand. Denn wer kann schon jeden Morgen lachen dank dem Spiegel? Doch ich muss aufstehen und die Welt laufen, über das und jenes schreiben. Sitzen bleiben Leute nicht drin, nur schon wegen meinen Hämorrhoiden. Man muss mir drum ja nicht gerade nach jedem Satz in den Tusch geben. Ich will nur ausgleichen in Gerechtigkeit wie Rudi Dutsch geben. Denn ich kann's nicht haben, wenn man schlechte Ex wie Schweizer Rap einsetzt. Die brüchen schon gewöhnlich mehr Punch als beim Bizeps. Die Leute werden nicht satt, wenn man eine Lüge auftischt. Und es nützt nichts, wenn man kacke mit dem Hip-Hop auffrischt. Ich kann's nicht haben, wenn man schlechte Ex wie Schweizer Rap einsetzt. Die brüchen schon gewöhnlich mehr Punch als beim Bizeps. Die Leute werden nicht satt, wenn man eine Lüge auftischt. Und es nützt nichts, wenn man kacke mit dem Hip-Hop auffrischt. Bin zu viele schmücken sich wie ein Tannenbaum. Was erfahren denkt nicht, geil ist wie Leben, jedes Kind kann ihn zusammen. Naja, ich denke, man muss kein grosses Genie und auch kein Kurs sein, um zu merken, ein paar Karrieren stinken, wird ich vom Coolen schreien. Mag euch auch der geringe Zeitaufwand für eure Zeilen gönnen. Doch ohne Übung und Talent sollte man nichts erreichen können. Ein Act sollte, wenn er will, dass man ihm auch wirklich ein Ohr leiht. Eigentlich der Letzte sein, der sich als Erster aufs Ohr leiht. Aber heutzutage überwiegt doch die schlechte Angewohnheit, sagen repräsentiert ungefähr so wie Frohnarbeit. Also warum sich erst Mühe geben, sich Skills anzutrainieren, wenn man sich vermarkten lassen kann, ohne Sporen abzudienen. Man sagt, der Mensch ist von Natur aus bequem. Aber viele Leute hier haben viel gemacht, um Rap ganz oben zu sehen. Und so fahren auch Typen wie nie weite Strecken auf Trittbretter. Doch ich behalte das Privileg in Ehren und schieße noch viel Treppen. Für die Chartplätze bildet Respekt nicht automatisch eine Pauschale. Das sei denn, es geht nur um Publicity und Verkaufszahlen. Rap ist Kunst und kein Produkt. Und wenn das nicht in euren Grimm passt, habt ihr Grund zur Annahme, dass euch ein MC bestimmt hast. Und zähle in dem Track auch nicht jeder von euch Teppen auf. Habe ich doch einen Wunsch an euch all. Bitte gern das Rappen auf. Denn ich kann es nicht haben, wenn man schlechte Acts mit Schweizer Rap draufsetzt. Die büchen schon ein Quäntchen mehr Punch als mein Bizeps. Die Leute werden nicht satt, wenn man eine Lüge auftischt. Und es nützt nichts, wenn man kacke mit Hip-Hop auffrischt. Ich kann es nicht haben, wenn man schlechte Acts mit Schweizer Rap draufsetzt. Die büchen schon ein Quäntchen mehr Punch als mein Bizeps. Die Leute werden nicht satt, wenn man eine Lüge auftischt. Und es nützt nichts, wenn man kacke mit Hip-Hop auffrischt. Wir brauchen schon ein Quäntchen mehr Punch als mein Bizeps. Die Leute werden nicht satt, wenn man eine Lüge auftischt. Und es nützt nichts, wenn man kacken ist mit Hip-Hop auffrischt.